Ja, Michael, zweites Auswärtsspiel binnen 4 Tagen. Es geht nach Meppen zur besten Mannschaft der Rückrunde und ihr kommt als eines der auswärtsstärksten Teams die letzten 6 Spiele nicht eins verloren auf fremdem Platz. Kann man da das Etikett Topspiel draufkleben? Ja, von den Rahmenbedingungen auf jeden Fall. Wird ein geiles Spiel. Also Hammer Mannschaft. Also die haben einen super Lauf gerade auch. Super Mannschaft, also die spielen immer Fußball, die können aggressiv spielen, die können mit Ball umgehen. Das hat mir letztes Jahr schon bei denen gefallen. Haben sich nicht da aus der Ruhe bringen lassen, haben immer hinten auch versucht rauszuspielen. Und ja, war cool. Jetzt in Braunschweig natürlich mit 17.000 Zuschauern und dann auch sehr, sehr aggressive Gegner dann auch gehabt. Muss erst dagegen halten. Und jetzt haben wir nicht ganz so viele Zuschauer wahrscheinlich in Meppen, aber trotzdem vom Spiel, von der Intensität her wird es. Ja, ähnlich sein. Worauf werdet ihr achten müssen, dass ihr euer Spiel wieder durchbringt und möglicherweise dann auch wieder den nächsten Sieg mit nach Hause nehmen könnt? Ja, die haben, wenn man jetzt sieht, was Broschwitz, wie viele Tore da gemacht hat, ist erst später verpflichtet worden. Den muss man erstmal bändigen da. Das hat er schon immer bewiesen, dass er dann auch überall Tore machen kann. Köpft er Piosek dann mal ein Tor rein. Die haben sich im Winter dann auch nochmal mit Guder verstärkt oder haben auch eine gute Breite jetzt auch. Also die Offensivabteilung hat es in sich, bekommen dann auch hinten nicht viele Tore. Aber die müssen wir schon auch beschäftigen. Ist auch so, dass wir unsere Fähigkeiten da mit dem Ball einbringen müssen und trotzdem auch wieder teilweise kompakt stehen. Also schon eine gewisse Balance an den Tag legen und ja, hoffen, dass wir nicht zu viele Körner in Braunschweig lassen haben und dass wir dann auch über 90 Minuten dagegen halten können, weil man hat auch gezeigt, dass wir fit sind. Elva hat ein bisschen Probleme gehabt, dann muskulär zum Schluss. Ich glaube, die andere Mannschaft hatte mehr Probleme, der Gegner. Aber Meppen ist auch eine topfitte Mannschaft und von dem her wird es intensiv zu Waage gehen und über das wäre es dann auch über 90 Minuten länger auf den Platz bringt. Dass ihr jetzt binnen 4 Tagen 2 so weite Fahrten habt, ist aber wahrscheinlich von der Mannschaft wegzustecken und wird keine Rolle spielen, oder? Ja, habe ich mir jetzt auch Gedanken gemacht, aber klar sitzt man viel im Bus, aber die sind jetzt auch von Unterhaching nach Hause gefahren. Also das ist auch keine Ausrede. Man kann es auch so sehen, die sitzen im Bus dann jetzt heute 5-6 Stunden, dann machen sie schon nichts anderes und können sich ausruhen. Also von dem her, nee, das ist jetzt eine englische Woche mit 3 Tagen, viele Kilometer und gehen wir trotzdem so an. Du hast ja die Offensive von Meppen angesprochen. Eure Offensive hat in den letzten Spielen ja auch überzeugt. Also 2-mal mindestens getroffen in den letzten 3 Auswärtsspielen. Okay, sehr gut. Und wir hatten jetzt auch in Braunschweig nochmal mehr Chancen auch, wenn das manche andere nicht so gesehen haben. Wir hatten schon auch gute Chancen und vielleicht zwingend war es. Der Ball ist dann nicht wieder vor uns hingefallen, sondern vor den Abwehrspielern, der dann klären konnte. Und das ist so gut, wenn wir da durchkommen, wenn wir uns die Chancen erspielen hinten, dann müssen wir halt noch weniger zulassen auch und ja, riecht nach mehr. Personell wird sich was ändern, Skala zum Beispiel, wie weit ist der wieder einsatzfähig, könnte der wieder in der Startelf stehen, andere im Moment möglicherweise angeschlagen oder kannst du ansonsten aus den Vollen schöpfen? Ja, angeschlagen, also hat jetzt keiner was Größeres dann aus dem Braunschweig-Spiel gezogen oder mitgenommen. Skalatidis hat jetzt gestern, ist immer gelaufen, das war ganz gut. Hoffen wir, dass er heute voll mittrainieren kann. Und dann, Skala ist immer eine Option dann auch, weil er den Unterschied machen kann. Und ja, von dem her, Sontheimer hat ein gutes Spiel gemacht, wo er reingekommen ist, hat sich gleich eingefügt. Dann Breitkreuz ist dann erst später gekommen. Vielleicht müssen wir da mal was ändern. Also von dem her mache ich mir keine Sorgen darüber. Und heute noch eine extra Einheit Kunstturnen mit Elva? Es war brutal, das habe ich auch noch mal angeguckt im Video. Er hat Sprungfedern in den Ding. Nee, lass mal, das soll er so weitermachen. Er soll an die Leistung anknüpfen, wie gegen Braunschweig. Das war gut, das war defensiv das eine oder andere, was wir schon gesprochen haben, wo er noch anders machen kann. Aber hat ein Tor gemacht, hat sich eingebracht, hat sich Läufe 1 gegen 1 Duelle vorne gesucht und es wird noch mehr kommen, umso mehr er spielt. Danke.